Ich sehe jetzt schon, wir finden wieder irgendeine richtig alte Münze und ich muss die dann provisorisch in irgendeine Tüte packen, weil ich das Coinpad nicht dabei habe. Wow. Yes, jawohl. Mann, an solchen Tagen hat man wieder sein Coinpad nicht mit. Es ist unglaublich. Lass mal den Detektor reinhalten hier. Schönes fettes Signal auf jeden Fall direkt drin. Das gibt's doch nicht. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf diesem Kanal, wo es mit dem Metalldetektor nach alten, verlorenen oder vielleicht sogar versteckten Dingen auf die Schatzsuche geht. Ich bin gespannt, was wir heute finden können, denn wir befinden uns seit langem mal wieder im Wald und hinter mir, dort oben auf dem Berg, ist ein altes Lost Place, zu dem man aber erstmal hinkommen muss. Es ist nämlich gar nicht so leicht, es gibt keine normalen Wege dahin. Ich habe hier nur diesen einen Trampelpfad gefunden, den wir gleich schon mal ein bisschen absuchen werden auf dem Weg nach oben und ich bin sehr gespannt, was wir finden können. Aber vorweg nochmal, es ist nicht überall erlaubt, im Wald mit dem Metalldetektor zu suchen, also informiert euch da rechtlich, falls ihr es selber machen wollt. So viel dazu und da würde ich sagen, ich packe mal das ganze Zeug aus, zeige ich kurz, was ich dabei habe, setze mir die Kamera auf den Kopf und dann gehen wir mal den Weg nach oben und gucken, was wir so finden können. Ich bin gespannt. Ihr seht, ich habe das ganze Zeug schon mal ein bisschen ausgebreitet und ihr seht auch, es regnet, aber es ist nicht so schlimm, denn der Detektor und die Fernbedienung ist alles wasserdicht, also kein Problem. Der Rucksack wird ein bisschen nass, ist aber auch nicht so schlimm. Da habe ich eigentlich nichts mehr weiter drin, außer die Fundtasche, die ich mir noch umschnallen werde. Ein bisschen trinken ist ganz wichtig, weil es ein bisschen warm ist. Und dann wollen wir doch mal das ganze Zeug zusammenstecken und dann losgehen. Ah, ich sehe gerade, ich habe das Coinpad vergessen. Das ist nicht gut. Ich sehe jetzt schon, wir finden wieder irgendeine richtig alte Münze und ich muss die dann provisorisch in irgendeine Tüte packen, weil ich das Coinpad nicht dabei habe. Egal. Das letzte Mal, als ich es vergessen hatte, lief es sehr, sehr gut. Mal gucken, wie es heute läuft. Ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge. Okay, Detektor an. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Equipment, Zeug und so habt, dann schreibt gerne auf Instagram, wie immer. Lese ich mir alles durch. Rucksack auf und dann wollen wir doch mal sehen, was hier so geht. Okay, erstes Signal für heute. Ein 71er unterm Stein. Mal erstmal einen Pinpointer gucken, ob es wirklich unterm Stein ist oder vielleicht einfach daneben, weil das ist echt ein großer Stein, sagen wir es mal so. Ich weiß auch nicht, ob ich den weggehebelt kriege. Es geht ja gut los hier. Es ist tatsächlich unterm Stein. Aber wir kommen, glaube ich, auch so ran. Jetzt von der Seite ein bisschen untergraben. Ob ich den Stein theoretisch bewegt kriegen würde. Oh, krass. Ich mich wohl unterschätzt. Ein bisschen. Das sah schwerer aus. Ist ein bisschen flacher. Mal gucken, was da jemand unter dem Stein versteckt hat. Das wäre natürlich super. Ich glaube fast nicht. Nee. Das ist ein Stück von der Dose. Okay. Spannender Fund. Nein, die Umstände waren zwar spannend, aber der Fund an sich ist natürlich nicht so gut. Upsala. Den Stein machen wir wieder so dahin. Dann gehen wir mal den Weg noch ein bisschen weiter nach oben. Gucken wir, ob wir überhaupt zu dem Lost Place hinkommen. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht. Aber von unten sah das auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, kann ich schon mal verraten. Aber zeige ich euch gleich. Nächstes Signal auf dem Weg hier. Relativ flach, 78er Leitwert. Ein Stück Blei könnte eine Pistolenkugel gewesen sein. Schon mal gar kein schlechtes Zeichen auf jeden Fall. Hier sind auch dicke Bäume. Um die dicken Bäume werden wir natürlich auch drum rumsuchen. Da wurde immer, naja nicht immer, da wurde ab und zu mal was versteckt. Aber große Steine sind prinzipiell auch nicht schlecht gewesen als Markierung. Na, mal sehen. Ist unwahrscheinlich, aber ich will es nicht unversucht lassen. Hier ist die erste kleine Freifläche. Hier ist ein 85er Signal, relativ tief. Upsala. Mal gucken, ob das schon gereicht hat hier. Der Boden ist natürlich sehr trocken. Der Detektor kommt nicht mehr ran, das heißt, ja, mit Pinpointer sollte man es schaffen. Okay. Der erste einigermaßen. Upsala, hab ich mich erschrocken. Ein Wiederhopf oder was? Ich weiß es nicht. Wir haben hier eine Patronenhülse und zwar ohne Bodenstempel, vermute ich. Nicht abgeschlagen, auch nur noch das untere. Ja, keine Ahnung, ob da noch was drauf zu erkennen ist. Ich blende es euch ein, aber das ist nicht der übelste Fund. Wahrscheinlich früher vom Jäger gewesen. So aktuell sieht man das nicht aus, so modern. Also schon mal der erste einigermaßen alte Fund, aber nee, das ist noch nicht das, wonach wir hier
heute prinzipiell suchen. Ich will natürlich ein paar alte Münzen oder sowas finden. Mal gucken, was geht. Okay, Freunde, wir sind oben angekommen. Da ist das alte Haus, von dem ich sprach. Und wir gehen jetzt mal hier rum und gucken, ob wir irgendwie mal noch einen besseren Blick drauf werfen können, einen freieren. Aber es sieht riesig aus. Und es gibt ein paar Nebengehöfte. Das ist echt gar nicht mal so uninteressant. Wie ein riesiger Kornspeicher oder sowas. Aber wer baut einen Kornspeicher oben auf dem Berg? Im Wald. Hier, seht ihr das? Sieht aus wie ein großer Speicher. Boah, ich glaube, das Haus ist richtig alt. Ist hier auch teilweise mit richtig großen Felsen gebaut. Okay, das ist der eine Raum. Ich glaube, in den anderen kommen wir nicht rein, aber das war schon mal interessant hier. Doch, man kommt auch hier rein. Wahnsinn. Das ist ein richtig altes Gutshaus einfach. Ich denke mal, hier werden Fledermäuse hängen, da gehen wir nicht rein. Das sieht aber noch alles sehr solide und stabil aus, ehrlich gesagt. Und die Treppen sind auch richtig krass. Gehen wir einmal kurz, boah, kommt die Fledermaus. Einmal kurz einen Blick nach hier oben werfen. Dach ist komplett hinüber. Aber interessant, das dürfte schon richtig alt sein. Okay, wir gehen wieder raus und dann suchen wir ein bisschen außen drum rum. Hier drin braucht man nicht versuchen zu suchen. Lieber außen rum, da sind ein paar Flächen und da gucken wir mal. Gut, wir haben hier ein schönes Signal. Direkt vor dem Haus quasi. Warte mal, das war glaube ich sehr flach. Ich gucke mal erstmal so. Aber das ist ein bisschen sehr flach, ehrlich gesagt. Oh, was ist das? Ein Stück von der Gabel oder von einem Löffel, kann man schwer sagen, aber scheint etwas älter zu sein. Material weiß ich jetzt nicht, aber mal gucken, was hier kommt. Ich bin so blöd. 63er Signal ist immer eine Abziehlasche eigentlich. Jetzt habe ich unsere erste Münze für heute nicht gefilmt. 5 Peseta Münze, ich zeige es euch kurz dicht. Zum Glück jetzt nicht das krasseste, aber der erste. Naja, sehr gute Fund, würde ich mal behaupten. Schöne alte Münze. Wobei 1975 ist jetzt nicht so alt. 5 Peseten, auch nicht allzu viel wert. Muss auch nicht ins Coinpad theoretisch. Weil die haben wir schon sehr, sehr oft gefunden. Egal. Was lernen wir daraus? Ich werde wieder jedes Signal filmen. Weil lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gefilmt. Mann hoch. Okay, lange, lange kein Signal gehabt. Sind jetzt unterhalb des Hauses. Schon ein bisschen im Abstand, ehrlich gesagt. Aber wir sind große Flächen. Ich weiß nicht, ob hier mal was angebaut wurde. Es könnte sein. Wäre prinzipiell nicht schlecht. Früher per Hand alles angebaut. Da wurde auch einiges verloren dabei. Ach, guck an. Da ist die nächste Pistolenkugel. Diesmal noch schön rund. Ja, die wurde eher verloren als abgeschossen auf jeden Fall. Finde ich, naja, schon relativ häufig eigentlich. Aber ist immer auch, wie gesagt, ein gutes Zeichen. Ein paar hundert Jahre ist sie alt. Jetzt wird es interessant. Denn das Signal hört sich sehr, sehr sauber an, aber auch sehr, sehr schwach. Diese Signale mag ich am meisten, die auch ein bisschen tiefer sind. Trotzdem eine 90er Leitwert. Das ist schon echt gar nicht mal übel. Ich glaube, das könnte schon was richtig Gutes werden jetzt. Ohne zu viel zu erwarten, aber ein bisschen was erwarte ich da schon. Ja, es hört sich so gut an. Bitte lass es nicht nur... Doch, da ist eine Münze. Oder? Ja. Okay, wenn das eine Münze ist, dann ist die wieder richtig, richtig alt. Vielleicht wieder so eine Maravedis-Münze. Es könnte sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, nichts zum kurz mal nass machen oder reinigen mit. Wobei doch, ich habe ein bisschen Trinken mit. Das machen wir mal. So, okay. Gucken wir das Ganze mal ein bisschen im nassen Zustand an. Ja, da muss man noch einiges dran reinigen, sehe ich, aber die Münze scheint eine grüne Färbung zu haben. Also eine schöne alte Kupfermünze vermutlich. Auch wenn es nicht viel zu sehen gibt. Hier noch einmal dicht. Das
dürfte hoffentlich eine Münze sein. Eine sehr, sehr alte Münze auf jeden Fall. Ich schätze mal so 400-500 Jahre. Ja, sehr schön. Coinpit nicht dabei, leider. Dann kommt natürlich wieder so ein Fund. Okay, ich habe Fundbeute mit. Die habe ich als Notfall immer im Rucksack dabei. Und da wird jetzt diese Münze hier auch reinkommen. Und die gucken wir uns vielleicht am Ende nochmal gesäubert an. Ich wusste, dass das was Gutes ist. Es hat sich auch so gut angehört. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 2 Meter von der Münze entfernt. Ein etwas flacheres Signal, ein 72er Leitwert, also eigentlich komplett verschieden. Aber mal gucken. Vielleicht ist hier ja eine besonders gute Stelle. Oh ne. Das ist vielleicht der Sockel einer Spielfigur? Nee, sieht anders aus. Ein Stück Blei jedenfalls. Wahrscheinlich verformt. Vielleicht auch mal ein Geschoss gewesen, aber komische Verformung. Egal. Vielleicht auch ein bisschen Schlacke. Na gut. Ich wollte schon wieder fast nicht graben, das Signal. 62er Leitwert, dann ist mir eingefallen, vorhin war es auch eine Münze. Na gut, also Kamera an und wir probieren es einfach. Zur Not schneide ich es halt raus. Okay, naja, 39er Signal, jetzt ist ein bisschen nicht so gut. Eine Schraube. Oh, schönes, tiefes 83er. Wir sind immer noch hier in der Nähe, wo eben die Münze kam. Von daher habe ich ein sehr gutes Gefühl wieder. Ich hoffe, es täuscht mich nicht. So. Das könnte reichen. Ne, könnte nicht reichen. Okay. Ist also doch ein bisschen tiefer wieder. Hä? Oh, sehr schön. Eine kleinere Münze, aber sieht auch sehr alt aus. Yes, jawohl. Mann, an solchen Tagen hat man wieder sein Coinpad nicht mit. Es ist unglaublich. Okay, da spare ich mir jetzt das Wasser mal. Ich zeige sie euch natürlich dicht. So, sie sieht sehr schön aus, sage ich euch ehrlich. Ist keine 100 Jahre alte Münze, sondern deutlich älter, definitiv. Aber was genau das ist, weiß ich leider noch nicht. Und das Material auch noch nicht. Deswegen blende ich euch das hier ein. Gesäubert, mit den Reinigungsstiften sauber gemacht. Vorsichtig natürlich, aber ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Kann ich direkt wieder den Fundbeutel rausholen, wo die andere Münze drin ist. So, dann waren es schon 2 wunderschöne alte Münzen. Das läuft heute gut, Freunde. Ich freue mich sehr. Probieren wir doch mal ein 50er Signal aus. 50er, was könnte das sein? Ich schätze eigentlich Alufolie, ist das Wahrscheinlichste. Aber ich weiß nicht, so einen ganz kleinen O-Ring aus Gold oder so? Ach, guck mal, süß. Ein kleines Schlüsselloch. Huh. Jetzt will ich nur noch die Truhe zu dem Schlüsselloch finden. Wenn die hier auch vergraben ist, dann sind wir auf einer guten Spur. Hm, kein Stempel drin. Terry. Könnte alt sein auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht mitnehmen, aber wahrscheinlich gar nicht mal so jung, ehrlich gesagt. Nur ein Dosenteil bestimmt. Oi. Was ist das denn? Ich weiß nicht, erinnert mich an einen Teil von einer Petroleumlampe ein bisschen. Vielleicht erzähle ich aber auch Quatsch. Habt ihr eine Ahnung? Hier oben ist so eine Schraube dran. Hier unten sieht es aus wie eine Patronenhülse. Ha, keine Ahnung. Stecken wir es mal in die Mülltasche. Perfektes 79er Signal auf so einem Trampelpfad, den wir hier gerade entlang sondeln. So. Ich sehe leider gar nicht das Loch, weil da so ein Busch drüber gewachsen ist. Ah, eine kleine Patronenhülse.
Ebenfalls nicht abgefeuert, aber leer. Guck mal, was hier einfach unterm Fels ist. Das sieht mir aus wie eine Höhle, die mal zugemacht wurde. Wartet. Und zwar seht ihr das hier. Damit wurde dieses, ja, dieses große Loch, dieser Vorsprung hier unter dem Fels offenbar zugemacht. Aber er ist wieder offen. Keine Ahnung, was da mal drin war. Vielleicht wage ich einfach mal einen Blick rein, aber ihr seht schon, der Felsen hier hat Risse. Ich weiß auch nicht. Dann guck mal, war auch noch irgendwas davor. Interessant. Muss mal den Detektor reinhalten hier. Schönes fettes Signal auf jeden Fall direkt drin. Das gibt's doch nicht. Das heißt, da ein Pfeil dran gemalt. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier sieht aus wie ein Pfeil. Vielleicht haben sie das als Kühlkeller benutzt. Kann auch sein, aber ist schon sehr komisch. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig, daran zu kommen. Mann! Oh. Ich glaube, wir werden nie erfahren, was das ist. Ich kann hier nicht so wirklich graben. Und ehrlich gesagt, will ich auch nicht, dass mir hier was auf den Kopf fällt. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Auch wenn ich gern wüsste, was da hinten drin ist auch. Das geht da noch ganz schön rein. Das ist Risiko nicht wert, Freunde. Okay, also, ich bin schon auf dem Rückweg. Und es könnte sein, dass das hier vielleicht das letzte Signal ist für heute, denn ich hatte jetzt sehr lange keins. Und das hier ist sehr, sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir heute nochmal so ein gutes Signal hier finden werden. 87er Signal, genauso wie ich es gerne habe. Und zwar ja, tief in der Erde. Der Detektor kommt gerade so ran. Wunderbarer Leitwert, wunderbarer Ton. Drückt ein letztes Mal vielleicht für heute die Daumen. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen kaputt. Das war heute sehr anstrengend. Es waren 30 Grad. Und ja, Wasservorräte sind auch schon am Ende, krass. Egal. Wir haben zwei richtig geile Funde gemacht auf jeden Fall. Ein bisschen anderes interessantes Zeug, aber so eine gute Sache noch. Vielleicht, naja, ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Eine dritte krasse Sache. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber das ist schwierig, da ranzukommen. Wir haben es bereits draußen. Okay, Leute. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ich bin halt wirklich sehr guter Dinge, ne? Es kann aber sein, dass es ein voller Reinfall wird. Davor habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Jetzt mache ich es auch noch spannend. Ja, Leute, es ist nochmal eine Münze. Sieht auch älter aus. Yes! Yes, yes, yes. Und schade, dass ich sie wieder nicht erkennen kann, aber auf jeden Fall keine 5 Peseter, das kann ich euch sagen. Es ist eine ältere Münze. Wir können auch einiges reinigen. Okay, das machen wir jetzt im Anschluss. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir im Anschluss nochmal alles reinigen, ein bisschen uns angucken und dann zusammen mal recherchieren, was das hier für Münzen sind. Denn die könnten allesamt sehr, sehr alt sein. Bis auf die 5 Peseta am Anfang. Könnte sogar eine Silbermünze sein. Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Okay, ich mache mich auf den Rückweg. Falls noch was kommt, dann seht ihr es. Fällt mir fast der Fund aus der Tasche hier. Aber es könnte sein, dass wir uns direkt im Auto beim Saubermachen treffen. Also bis gleich. Halt, nicht so schnell. Da kommt doch noch ein Signal. Und zwar ein 77er. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen.
Okay, nein, 79 jetzt, aber trotzdem gut. So. Okay. Ja. Und was habe ich gesehen? Irgendwas Rundes. Es ist ein Geschoss. Na gut. Jägergeschoss vielleicht, aber älter. Okay. Kann man ruhig nochmal zeigen hier. Okay, während ich mich auf den Rückweg mache zum Auto, wo wir uns dann die Münzen hoffentlich in einem gereinigten Zustand angucken können, lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben für dieses Video da, falls es euch gefallen hat, falls euch die Location gefallen hat, falls euch die Schatzsuche im Wald mal wieder gefallen hat. Mir persönlich hat es sehr Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich und hoffentlich sind wir bei der Reinigung genauso erfolgreich wie eben an dem alten Gutshof. Ach so, und wenn ich den Weg beschritten habe, sollte ich mich auf jeden Fall mal nach Zecken hier absuchen, weil die sehen böse aus hier, die Viecher. Oder nicht gerade klein. Ich muss ehrlich sagen, bisher blieb ich immer echt relativ verschont von Zecken. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ab und zu sind hier so eine Riesenviecher am Rumkrabbeln und die sind echt nicht langsam. Und ich hasse Zecken, wirklich. So, wir sind doch nicht im Auto, denn heute ist wunderbares Wetter, Sonnenschein und deswegen habe ich den Tisch einfach mal nach draußen befördert. Wir gucken uns jetzt mal die Funde an. Vor mir liegen die anderen Funde, bis auf die drei Münzen, die hier noch im Wasser einweichen. Eigentlich ganz schöne Funde, mir fehlt nur einer, das eine Schlüsselloch, das fehlt mir, das habe ich hier gerade noch gesehen. Das war wohl wahrscheinlich eher ein Miederhaken als ein Schlüsselloch, denke ich. Egal, das werde ich schon noch finden, zur Not packe ich den Metalldetektor nochmal aus. Aber weswegen wir uns natürlich hier versammelt haben, sind diese drei Münzen, die ich jetzt hier erstmal nochmal aus dem Wasser hole. So. Und wir fangen, würde ich sagen, an mit der Münze, die wir auch zuerst gefunden haben, mit dieser hier. Und ich werde diese versuchen, mit den Reinigungsstiften etwas zu reinigen, denn das, was außen jetzt dran sein sollte noch, das hat hoffentlich eingeweicht, sodass wir das etwas sauber kriegen zumindest. Aber immer ganz vorsichtig sein, nicht zu doll aufdrücken, ihr wisst Bescheid, habe ich schon oft gesagt. Okay, ein Viertel der Münze ist einigermaßen sauber und wir sehen hier an der Seite schon dieses Symbol. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das jetzt eine römische 4 ist, aber das ist bei diesen Maradevis-Münzen meistens so. Oder Maravedis-Münzen, ich verwechsel das immer. Ich blende euch gleich mal ein Vergleichsbild ein. Aber ich werde es trotzdem noch ein bisschen weiter versuchen, sauber zu machen. Auch wenn der Lehmboden hier echt hartnäckig ist, das ist ziemlich schwer, das abzubekommen, ohne die Münze zu beschädigen. Denn ich will natürlich auch nicht die Patina abkratzen. Also dieses Grüne, was ihr da gesehen habt, das soll nicht ab. Generell grüne Münzen sollen noch grün bleiben, weil die Patina ist ja das, wodurch sich das Alter der Münze dann letztendlich auch noch mal wissenschaftlich feststellen lässt. Deswegen macht man das nicht ab. Ich werde es noch ein wenig probieren und dann gucken wir uns die anderen zwei Münzen an, weil die habe ich ja von Anfang an schon ein bisschen erkannt gehabt. Bei den anderen habe ich wirklich noch gar keinen Plan, was das ist. So, nächste Münze ist etwas leichter zu reinigen. Der Dreck ist richtig in Schichten da drauf, das gefällt mir. So, das ist die kleine, die wir als zweites gefunden hatten. Und da erkennt man auf jeden Fall schon mal gut was drauf. Ein interessantes Symbol. Okay, andere Seite. Okay, die Münze sieht relativ gut gesäubert aus jetzt schon. Wir sehen hier einen Kopf, der nach links guckt. Hier steht A, R, so, das ist die Seite. Und auf der anderen Seite bilde ich mir ein hier Sang, also 5, Sink. Und hier Civil, so sieht das für mich aus, C, I, V, weil das I sieht komisch aus und hier unten vielleicht ein Datum. Das sollten wir eigentlich noch rausfinden, die Münze. Aber bevor wir das tun, lege ich die hier noch einmal kurz ein. Gucken wir uns noch erstmal die dritte Münze ein, also die letzte, die wir gefunden hatten. Da machen wir genau das Gleiche, schön vorsichtig, versuchen den Dreck hier runter zu kriegen. Ja, das klappt eigentlich auch ganz gut bei der hier. So, zweite Münze, erste Seite und ich erkenne, dass es, wartet, ähnlich wie diese Münze ist. Und zwar nicht nur wegen des Wappens dort unten, es ist nämlich das gleiche Wappen, sondern auch dieses Civil, was ich hier erkannt habe, ist hier auch C-I-V-I, wahrscheinlich ein L, Civil. Mehr reinige ich daran vermutlich nicht, sondern erstmal nur die andere Seite. Und vielleicht ist da ebenfalls wie hier so ein kleiner Kopf drauf. Und ja, mal gucken, vielleicht auch ein Datum. Werden wir gleich mal sehen. So, okay. Zweite Seite, wir sehen ebenfalls einen Kopf, aber ein anderer Kopf, denn der guckt nach rechts und der hier bei der kleineren Münze guckt nach links, also wahrscheinlich auch ein anderer Kaiser.
Aber hier steht noch ein bisschen mehr drauf tatsächlich. Ich habe es jetzt auch noch nicht genau erkennen können. VDXIII, also eine Zahl vermutlich. Ich versuche es jetzt rauszufinden, was das für Münzen sind. Dafür werde ich ein bisschen recherchieren, ein bisschen versuchen, die Bruchstücke einzugeben bei Google, die ich dort erkennen kann. Ansonsten werde ich es aber auch nochmal einem Archäologen schicken, der das vermutlich aber auch nicht auf Anhieb datieren kann. Aber drückt die Daumen. Wir sehen uns gleich nochmal. Ich mache mich auf die Suche. Und dann gucken wir mal, was das für Münzen sind hier. Okay, die Recherche ist noch nicht vorbei. Es ist aber schwieriger, das rauszufinden als gedacht auf jeden Fall. Ich werde auf die zwei Münzen, die ein bisschen sauberer geworden sind, hier Restaurationswachs drauf machen. Hier dieses hier. Und man sieht hier ganz gut den Unterschied. Also wenn ich das drauf gemacht habe, dann ist das so ein Nassfilm. Und man kann die Konturen halt deutlich besser erkennen als bei der Münze hier zum Beispiel. Die sieht jetzt schon relativ trocken aus. Mache ich einfach nur so ein bisschen drauf. Und dann sieht das halt nass aus, ne? Und es bleibt halt auch so von der Optik. Dann mache ich den überschüssigen Wachs noch ab und dann sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus und man kann halt die Konturen besser erkennen, aber ich werde jetzt noch weiter versuchen, das rauszufinden. Es ist, wie gesagt, doch gar nicht so leicht wie gedacht, aber es müssten ja eigentlich ähnliche Münzen sein, beziehungsweise aus der gleichen Währung. Ja, aber Alter kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Könnte doch älter sein als die hier tatsächlich, aber muss nicht. Es könnte, aber muss nicht. Und Material ist halt auch schwierig zu erkennen, finde ich. Es sah teilweise doch aus wie eine Silberlegierung, aber eventuell vielleicht doch nicht. Egal, ich gebe mein Bestes. Wir sehen uns nochmal. So, ich habe tatsächlich alle Münzen jetzt herausfinden können und wir fangen einfach mal chronologisch damit an, wie ich sie gefunden habe, und zwar mit der Maravedis-Münze. Die müsste aus dem 17. Jahrhundert, Mitte 17. Jahrhundert sein, ist jetzt nicht genau so zu datieren, aber es müsste eine 8 Maravedis sein, erkennt man ja nicht genau, aber 17. Jahrhundert, relativ alt. König war Philipp der Vierte. Und die ist lustigerweise genauso alt oder ähnlich alt wie die anderen zwei Münzen, also 17. Jahrhundert, fast 400 Jahre alt, Mitte 17. Jahrhundert. Und ja, apropos Philipp der Vierte, da ist nämlich diese kleine Münze auch noch davon. Das war ja die zweite, die wir gefunden haben und die auch dort ungefähr an der Stelle lag. Rausgefunden habe ich es übrigens gar nicht über diese zwei Münzen, aber dazu komme ich gleich. Jedenfalls, die kleine Münze ist von 1640 und dieses AR heißt Ardit. Und das ist, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der Wert der Münze. Also ein Ardit sind wohl 240 irgendwas. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, Material ist Kupfer, 1,6 Gramm. Und ja, der Philipp III., der hat von 1621 bis 1665 regiert. Also die Münze wurde ungefähr in der Mitte seiner Laufzeit geprägt. Ist gehämmert, also das ist die Technik, wie die Münzen geprägt werden. Deswegen sind die auch nicht ganz so rund und nicht ganz zentriert vor allem, was immer, naja, schon auf ein gewisses Alter hindeuten lässt auf jeden Fall. Und das ist mir auch eigentlich direkt aufgefallen, weil dann kann man schon davon ausgehen, dass es relativ alt ist. Bei gehämmerten Münzen kann man sich meistens schon freuen. Genau, dann kommen wir auch schon zur dritten Münze und das ist eine Saiseno oder Sies Münze. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ist von 1641, also fast aus dem gleichen Jahr. Jedenfalls, klar, die können im gleichen Jahr verloren gegangen sein, das weiß man halt immer nicht, aber geprägt wurde sie ein Jahr später. Ebenfalls aus Kupfer, ein bisschen schwerer, 3,5 Gramm, ist ja auch ein bisschen größer, ebenfalls gehämmert. Sah deswegen auch relativ ähnlich aus, ist aber von einem anderen Kaiser und über die Münze habe ich erst alle gefunden, denn die ist von Louis dem VIII. Und der hat regiert von 1641 bis 1643, relativ kurz, aber ist der König von Frankreich gewesen. Irgendwie hat er aber auch teilweise über Spanien regiert. Habe ich jetzt nicht ganz so den Überblick drüber, aber falls jemand darüber was weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Auch eine sehr, sehr schöne Münze und damit haben wir das Geheimnis gelüftet. Drei Münzen, alle jeweils fast 400 Jahre alt, also sehr, sehr alt. Alle, obwohl, nee, zwei ungefähr im gleichen Bereich. Die dritte Münze, die kam etwas weiter woanders, aber ja, vermutlich wurden die von den Eigentümern des damaligen Hofs, Gutshofs, verloren. Sehr interessant auf jeden Fall, sich immer auch vorzustellen, wer hatte sie das letzte Mal in der Hand und so. Es ist einfach verdammt lange her und es ist eine Zeit, die man sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann. In dem Sinne hoffe ich sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich am nächsten Freitag beim nächsten Video um 15 Uhr wieder. Gerne ein Abo für diesen Kanal dalassen, ist natürlich wie immer kostenlos und dann würde ich sagen, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch und mal gucken, was wir das nächste Mal so finden.